Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, ich fange immer halb an zu rappen am Anfang der Videos, Freunde. Irgendwann eigene Track kommt, ich sag's euch, Freunde, ja. Ruft an, dann mache ich das, Leute. Wir haben hier ein weiteres wunderbares Video heute am Start und zwar noch eine Nachtsession. Die, ich glaube, es sind zwei rausgekommen. Das ist jetzt eine von den beiden, zu denen ich eine Reaction machen werde. Die davor habe ich mir selbst gegeben, aber nur mir ist gestern rausgekommen und ich habe auf Instagram ein paar Nachrichten bekommen, dass ich mir das nochmal geben soll, weil viele von euch tatsächlich die Nachtsessions besser finden, auf eine Art und Weise so, als die eigentlichen Songs, was ich krass finde, was ein großes Kompliment ist so, oder dass sie das einfach schön finden zu hören, dass es noch Künstler gibt oder Künstlerinnen in diesem Fall, die einfach auch live so performen können, wie es sich dann im Endeffekt in der Studioversion anhört so. Und von daher dachte ich mir, hey, machen wir noch eine Reaction, Freunde, zu der Nachtsession von Nur Mir. Ich werde euch oben ins E-Mail meine Reaction zu der Studioversion von Nur Mir reinpacken. Und ja, ich bin sehr gespannt von euch. Lasst auf jeden Fall nochmal bei der lieben Elif ein Abo da. Ich werde euch den Link natürlich in die Beschreibung packen. Und macht hier mal die 84.000 Abonnenten voll. Würde mich sehr freuen. Und dann, Leute, würde ich sagen, Elif, musst du einmal bitte das Piano hier mal ein bisschen, Keyboard meine ich, ein bisschen reinigen vielleicht, ja? Kann ich einmal vorbeikommen? Pss, 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 ein bisschen Sprühmittel drauf machen. Freunde, wir hören rein, ich bin sehr gespannt. Bis jetzt, die Nachtsessions fand ich auch unglaublich schön, richtig, richtig angenehm. Und neuerdings macht Elif so ab und zu in ihrer Story, was ich auch unglaublich angenehm finde. Deswegen auch nochmal hier, Freunde, ein bisschen Werbung in nicht eigener Sache, aber falls ihr einen guten Instagram-Kanal braucht, ja, bei Elif in den Stories, manchmal liest sie so Gedichte vor. Mega angenehm. Einfach angenehm, Freunde. Und lest mehr. Bitte lest mehr. An alle, die jetzt hier zusehen, lest mehr. Nehmt euch mal ein Buch in die Hand. Kein Pixie-Buch, gerne ein bisschen was Anspruchsvolleres. Und lest mal ein bisschen mehr vorne, ja? So, Bildungsauftrag erfüllt an dieser Stelle. Ich mag die Melodie halt auch von Nur Mir so unglaublich gerne, ne? Alright. Kann ich glauben, was mit mir passiert? Deine Worte haben manipuliert. Darf den Zugang zu mir nicht verlieren. Sonst bleiben all deine Worte in mir. Die Melodie liebe ich, Mann. Diese Melodie liebe ich, Freunde. Wären die Melodie und ich jetzt alleine, es würden Sachen passieren, ich bin ganz ehrlich. Zugang zu mir nicht verlieren, sonst bleiben all deine Worte in mir. Zuerst warst du da für mich und dann wolltest du mich als Besitz. Doch weißt du, wenn man Liebe gibt, verlangt man's nicht zurück. Diese Stadt ist groß genug für uns zwei, ich muss sie eh mit 4 Millionen anderen teilen. Ey, diese Videos haben auch sowas voll Angenehmes von den Nachtsessions, finde ich. Diese sanfte Kameraführung, diese Atmosphäre mit dem Licht und wie Elif so in die Kamera guckt und einen so förmlich anguckt, als ob sie so für mich ganz gerade ganz persönlich singt irgendwie. Mir ist aber wirklich angenehm. Groß genug für uns zwei, ich muss sie eh mit 4 Millionen anderen teilen. Steig in dieselbe Bahn, steh auf demselben Gleis. Alles unseres, alles deins, aber ich gehöre nur mir. Gehör nur mir. Damn. Nicht hier, nicht ihm, nicht dir. Ich gehör nur mir, ich. Das finde ich halt so schön. Es gibt einfach noch Menschen, die sich live genauso oder teilweise noch besser oder schöner anhören als in der Studioversion. Hier, nicht ihm, damn. Nicht dir. Ich gehör nur mir, ich. Gehör nur mir. Gehör nur mir. Nicht ihr, nicht ihm, nicht dir. Oh. Ich gehör nur mir. Ich gehör nur mir. Damn, das ist halt krass. Das ist einfach krass, finde ich. Wow. Ich habe dir versprochen, dass ich da bin bis ins Grab, bis ich neben dir dann lieg unter der Erde an einem Tag. Ich habe dich vergöttert, dir das jeden Tag gesagt, doch da kannte ich dich noch nicht und deine ekelhafte Art. Du wolltest mich erpressen, hast mich ständig klein gemacht, mir gesagt, dass ich dich brauche und ohne dich nicht weiterschaff. Ich hab darüber nach... Wow, auch krass, Mann, wirklich, dass dir die Luft nicht ausgeht, so. Das ist schon krass. Das ist krass, Leute. Ich glaube, viele Leute können das nicht nachvollziehen oder unterschätzen das teilweise auch, wie anspruchsvoll es ist, das live so in einem Rutsch einfach so aufzunehmen, weil in der Studioversion ist ja obviously immer Take für Take so, oder da wird das Beste vom Besten halt genommen, aber das ist so schon krass, da gehört viel dazu, das einfach mal so zu machen hier. Ich hab dich klein gemacht, mir gesagt, dass ich dich brauche und ohne dich nicht weiterschaff. Ich hab darüber nachgedacht, viel zu lange nachgedacht, doch du bist nur ein Pascha, was du machst, das ist Haram, du Spaß. Oh, die Energie. Du spielst hier mehr mit meiner Psyche, wegen dir war ich immer müde. Ey, mir fällt gerade auf, hä, hey, warte mal ganz kurz, Freunde. Was trägt sie für ein Shirt? Es ist sehr ähnlich.
Wartet, achtet drauf. Das ist ihr Shirt. Das ist mein Shirt. Hä? Huch. Huch. Warte, die Ansicht ist richtig. Nicht abgesprochen Du tatsächlich. spielst hier mehr mit meiner Crazy. Tüte. Wegen dir war ich immer müde. Nie wieder wirst du mit der Hand in meine Wunde fassen. Nie wieder eins mit meiner Mucke machen, denn ich gehöre Ey, auch schön, wie sie so am Anfang, wie sie auch in der Mimik, finde ich, und in der Gestik und wie sie sich bewegt, wie sie sich gibt, die Atmosphäre, mit der sie den Raum füllt, so, wie das auch so gut zum Song passt einfach. Am Anfang hat sie sehr starr in die Kamera geguckt, sehr ernst, wenig geblinzelt, achtet mal drauf, da ist mehr dahinter, so finde ich. Ich will jetzt hier nicht wieder den Psychologen raushängen lassen, aber ich finde, es sind so Kleinigkeiten, die vielleicht andere Leute nicht so krass sehen. Und jetzt so, wo sie halt sich so dagegen wendet oder so ausbricht im Song, sage ich mal. immer müde, nie wieder. Steht sie auf, wird groß, zeigt den Mittelfinger, fängt an zu lachen, so. Wirst du mit der Hand in meine Wunde fassen, nie wieder eins mit meiner Mucke machen, denn ich Finde ich schön. gehöre nur mir, nicht hier, nicht ihm, nicht dir. Ich gehöre nur mir, ich Boah, was eine einzigartige Stimme, Jungs. Wow. gehöre nur mir. Und Mädels, das haben sich Leute beschwert, dass sie weiblich sind und ich immer Jungs sage. Deswegen sage ich einfach Menschen. Menschen. Gehör du mir, Huh. nicht hier, nicht hier, nicht dir. Ich gehör nur mir. Ist krass, Mann. Ich hab schon überlegt, es wäre cooler, wenn das viel öfter oder andere Künstler auch noch so machen würden, so eine Akustik-A-Cappella-Version oder whatever, einfach so mit den rohen Vocals unbearbeitet. Und dann dachte ich, okay, es wird wahrscheinlich nicht passieren bei allzu vielen, weil das halt nicht, es hört sich jetzt dumm an, aber es kriegen nicht so viele hin, das so zu performen, glaube ich. Es ist schade so, aber es kriegen nicht so viele heutige Künstler, so aus der, gerade aus der Deutschrap-Richtung hin, glaube ich, so gut zu performen, leider. Das ist schade. Ich gehöre nur mir. Ich gehöre nur mir. Man sieht halt, dass sie es fühlt. Dass es ehrlich ist. Danke für den Mittelfinger an mich an dieser Stelle. Kuss geht raus, Ele, von dieser Stelle, ja? Nee, aber wisst ihr, was ich meine? Es gibt so einen Unterschied, finde ich jetzt, zwischen den 0815 Deutschrappern oder deutschen Musikern meinetwegen auch, die nicht real sind und zwischen Ele einfach. Das sieht man auch daran einfach, wie sie performt. So. Meine Meinung, Freunde, ja? Meine Meinung. Ey, aber wirklich schöne Nachtsession wieder. Wirklich schöne Nachtsession, hat mir gut gefallen. Und auch starker Song, nur mir. Wirklich starker Song. Check, wie gesagt, nochmal den originalen Song ab, die Nachtsession und gerne auch meine Reaction. Ich werde euch das alles oben hier ins i reinpacken. Schaut doch gerne vorbei und abonniert, wie gesagt, nochmal den Kanal von Elefone. Das wird da zumindest die 84.000 mal voll machen. Komm, mach mal. Machen wir mal. Ja, machen wir mal voll da an der Stelle, ja. Würde mich sehr freuen. Lasst mir gerne ein bisschen Feedback zu Elif selbst da, wie ihr sie findet. Sie ist jetzt ja gerade so, oder hat jetzt gerade nochmal, ich würde sagen, kein Hype, aber sie hat ja gerade nochmal neues Publikum bekommen. Viele Leute haben sie jetzt vor kurzer Zeit entdeckt, mich inkludiert. Inkludiert, schönes Wort, Freunde. Könnt ihr benutzen, wenn ihr schlau klingen wollt. Inkludiert. Lasst mir gerne mal eure Meinung zu ihr da, würde mich interessieren. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, hey, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Habt einen schönen Tag. Vergesst heute nicht ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen zu lachen. Und dann sehen wir uns.